Grüßt euch, diesmal geht es um einen Badezimmerspiegel. Und zwar einen mit LED-Beleuchtung und allem drum und dran. Ja, und so sieht das Ganze aus. Also, hier haben wir einmal das Kabel, das zum Betrieb der LED benötigt wird, und dann haben wir hier einmal den Spiegel. Ja, der wird natürlich montiert. Also gibt es auch Montagematerial dabei. Und hier haben wir natürlich auch zwei Seiten, das heißt eine weitere Seite und eine nähere Seite, wie wir hier sehen. Und halt auch die Möglichkeit, das Ganze hier aufzuladen. Ja. Ich frage mich gerade, wo der Knopf dazu ist, um das einzuschalten. Ach ja, hier. Ist natürlich doof, dass man hier einen Knopf hat, gerade auf diesem Bereich. Das heißt, man hat dann jedes Mal immer so einen Datscher drauf. Ja, aber Konzept, ne? Weil die Leuchtkraft ist gut, würde ich sagen. Ist auch von beiden Seiten gegeben. Man drückt mal wieder hier drauf, ne? Kann man die Modi ändern. Oder längere Zeit drauf drücken, dann müsste es eigentlich ausgehen. Genau. Achso, nee, reicht sogar noch einer. Okay, ja, vom Gewicht her, der wiegt schon einiges, also der sollte schon gut montiert werden. Sonst vielleicht das Ding natürlich runter. Hier haben wir auch dieses Montagezeug. Das dann hier quasi befestigt. Und hier müsste das dann mit den Schrauben her entsprechend befestigt werden. Das haben wir dann hier, dieses Material hier dabei. So. Okay, ja. Soweit eigentlich ein sehr schöner Spiegel, wie ich finde. Sieht ganz nett aus. Ja, aber es gibt groß zu sagen. Der Cosprief Kosmetikspiegel ist wirklich super, einfach zu montieren und durch seine Leuchtkraft und einzelnen Funktionsmodis, das heißt Helligkeits- und Farbtiefen, ob ich selbst warmes Licht habe oder kaltes Licht habe, klappt super, auch die Vergrößerungsklasse, also ich bin total zufrieden. Kann ich nur empfehlen und macht dich echt schick im Bad. Zeigst du mal gleich, wie es montiert ist am Ende dieses Videos. Da sieht es nämlich aus, genau so sieht es aus, wenn es montiert ist. Sieht total klasse aus und hält auch bombenmäßig.